Herr Rentsch, vielen Dank für die Einladung und die Einführung. Nach der Jugend, meine Damen und Herren, also jetzt das Alter und nach der schwungvollen Musik wieder die philosophische Gangart. Lange Zeit fand unser Thema in der Öffentlichkeit kaum Aufmerksamkeit. Seit einiger Zeit hat sich die Situation geändert, häufig angestoßen durch den vorher verdrängten demografischen Wandel. Dabei ist das neuerdings intensive Nachdenken, kann man hören oder darf ich mich nicht so wegbewegen? Dabei ist das neuerdings intensive Nachdenken über Alter und Altern von einer Engführung bedroht. Gesellschaft und Politik pflegen das Thema nur aus funktionaler Hinsicht zu betrachten. Sie fragen, wie man die Alten möglichst effektiv zunächst in die Berufs- und Sozialwelt integriert, später in die Welt von Alten und Pflegeheimen. Oft stillschweigend, nicht selten ausdrücklich, nimmt man dann Nutzen-Kosten-Analysen vor, im Blick auf die Berufswelt, auf das Gesundheitswesen, nicht zuletzt auf die Rentenversicherung. Wir leben aber in einer Gesellschaft, die sich emphatisch auf die Würde verpflichtet. Deshalb braucht sie die funktionale Perspektive nicht aufzugeben, sollte sie jedoch als eine für den Betroffenen weithin fremde Perspektive erkennen und genau deshalb als Fremdperspektive relativieren. Sie sollte zusätzlich die Innenansicht der Betroffenen, die der Älteren selbst einnehmen und dabei nach ihrer Würde fragen. Weil sich die Altersstruktur unserer Gesellschaft dramatisch verändert hat, pflegt man von einer alternden Gesellschaft zu reden. Man denkt an eine zunehmende Vergreisung, da die Innovationen abnehmen, die Zahl der Pflegebedürftigen dagegen wachse. Dieses Selbstbild unserer Gesellschaft hält einer näheren Prüfung nicht stand. Daher gliedere ich meinen Vortrag in zwei Hauptteile. Als erstes trete ich der unbedachten Rede von der Überalterung entgegen. Erst im zweiten Hauptteil rücke ich den Haupttitel in den Vordergrund. Also erstens, leben wir in einer alternden Gesellschaft. Die empirische Sozialforschung hat in den letzten Jahren ein im wörtlichen Sinn Paradoxes, nämlich dem ersten Anschein widersprechendes Ergebnis gezeitigt. Das Risiko, pflegebedürftig zu werden, ist nicht etwa gestiegen. Dieser Befund ist aber nur ein Mosaiksteinchen in einem neuen Gesamtbild, das man am treffendsten unter den Titel gewonnenen Jahre stellt. Das neue Bild setzt bei einer enormen Veränderung der Lebenserwartung, allerdings nur der durchschnittlichen Lebenserwartung an. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnten 60-Jährige in Mitteleuropa noch 13 bis 14 Jahre, heute können sie noch etwa 2 Dutzend Jahre erwarten. Die Menschen werden aber nicht bloß älter, sie bleiben auch länger frisch, sowohl körperlich als auch geistig, nicht zuletzt in emotionaler und sozialer Hinsicht. Dagegen wachsen weniger Kinder und Jugendliche nach. Nicht bei der angeblichen Überalterung liegt das Hauptproblem unserer Gesellschaft, sondern bei der Unterjüngung. Schon heute leben in Europa mehr Menschen, die über 60, als Menschen, die unter 15 Jahre alt sind. Aus der soweit skizzierten Situation drängen sich gesellschaftspolitische Aufgaben wie von selbst auf. Wegen des hohen Werts, den wir jedem Menschen zubilligen, sind als erstes die Chancen, das Leben bis ins hohe Alter selbstständig zu führen und zu gestalten, zu verbessern. Wichtig ist aber auch ein gerechtes und zugleich produktives Verhältnis der Generationen untereinander. Um dieses zu erreichen, ist keine Trennung der Generationen, sondern eine Gesellschaft für alle Lebensalter anzustreben. Der mit der gestiegenen Lebenserwartung einhergehende Gewinn an Lebenszeit enthält ein Potenzial, das noch nicht annähernd ausgeschöpft ist. Denn entgegen einer verbreiteten Legende sind die Menschen bis ins hohe Alter lernfähig. Sie lernen sogar, was viele zunächst nicht glauben wollten, mit den modernen Informationstechniken umzugehen. Diese Techniken führen nicht etwa, wie oft befürchtet, zu einer verringerten Integration in das gesellschaftliche Leben, zu einer reduzierten sozialen Teilhabe, insbesondere bei Personen, deren körperliche Beweglichkeit stark eingeschränkt ist, verhält es sich genau umgekehrt.
Wie wir es zunächst vom Radio und dem Telefon, später vom Fernsehen kennen, sind die modernen Informationsmittel wie der elektronische Brief, E-Mail und das elektronische Weltnetz, Internet, sowohl ein Tor zur Welt als auch eine Form für den sozialen Austausch. Jede Technik erzeugt allerdings auch Abhängigkeiten, kann daher diese Unselbstständigkeiten erhöhen, da geistige Ressourcen durch Nichtgebrauch verkümmern. Auf die eben skizzierte lange Lernfähigkeit der Menschen hat sich freilich die Gesellschaft noch zu wenig eingestellt. Trotz hoffnungsversprechender Ansätze sind viele Gewohnheiten noch einer früheren Zeit verhaftet. Sowohl die Bilder in unseren Köpfen, die Mentalitäten, als auch die sozialen Institutionen sind vielfach veraltet. Deren notwendige Veränderung beginnt mit einer Kritik der diskriminierenden Ausdrücke wie alternde Gesellschaft, wie Überalterung und Alterslast. Der erste Ausdruck alternde Gesellschaft ist irreführend, denn er setzt eine feste Altersgrenze voraus, die sich an einem äußeren kalendarischen Alter orientiert, nicht aber am tatsächlich gelebten, am biologischen, emotionalen, sozialen und geistigen Alter. Wer behauptet, der Anteil der Älteren in unserer Gesellschaft sei gestiegen, macht eine Voraussetzung, die der kritischen Überprüfung nicht standhält. Er geht nämlich davon aus, dass der Beginn des Alters bei einer bestimmten Zahl von Jahren, etwa bei 60 oder 65 oder meinetwegen auch bei 70 Jahren, liege. Den deutlich verbesserten körperlichen und geistigen Zustand der Älteren und ihre zunehmende Lebenserwartung wird dagegen nicht berücksichtigt. Legt man im Gegenzug wirklichkeitsnähere Kriterien zugrunde, so rücken die zahlreichen jungen Alten hinsichtlich ihres Erscheinungsbildes, hinsichtlich ihrer Ansprüche und ihrer Leistungen eher in die Richtung der Lebensmitte. Auch der beim Ausdruck alternde Gesellschaft mitschwingende Befürchtungskorpus, kann man fast sagen, von Überalterung und Alterslast liegen falsche Ansichten zugrunde. Beispielsweise nimmt man an, dass ältere Beschäftigte weniger produktiv seien. Wahr ist, dass sie körperlich weniger kräftig und dass sie weniger reaktionsschnell sind. Sie verfügen aber im Allgemeinen über ein Mehr an Erfahrung, an sozialen Fertigkeiten und an Alltagskompetenz, vielleicht sogar an Weisheit. Eine erfreuliche Folge: Volkswirtschaften mit einer älteren Bevölkerung sind nicht zum Nullwachstum verdammt. Allerdings ist die Aus- und Weiterbildung zu stärken. Nicht zuletzt ist die erst im 20. Jahrhundert aufgetretene strenge Trennung zwischen Erwerbsphase und Ruhestand aufzugeben. Sinnvoller ist es, die folgenden drei Dinge nicht jeweils einer Lebensphase exklusiv zuzuordnen, also das Lernen der Jugend, die Muße dem Alter und das Arbeiten der Zeit dazwischen. Das mittlere Lebensalter ist vielmehr verstärkt für Bildungs- und Familientätigkeit und das anschließende Lebensalter für Erwerbsarbeit zu öffnen. Als empirisch falsch erweist sich auch die Ansicht, die Alten nehmen den Jungen die Arbeitsplätze weg. In Wahrheit kann die verstärkte Beschäftigung älterer Arbeitnehmer über zwei Begleitumstände, also einerseits eine Senkung der Lohnnebenkosten und andererseits über niedrigere Sozialversicherungsbeiträge, sowohl neue Arbeitsplätze schaffen als auch das wirtschaftliche Wachstum steigern. Frühverrentung hingegen belastet durch hohe Sozialversicherungsbeiträge auch die jungen Arbeitnehmer. Ein einfacher Beleg: In Ländern mit einem hohen Anteil von Frühverrentung, wie beispielsweise Frankreich und Italien, ist die Jugendarbeitslosigkeit nicht etwa besonders niedrig, sondern auffallend hoch. Schließlich ist die Ansicht zu korrigieren, alte Menschen fielen ihren Angehörigen grundsätzlich zur Last.
Tatsächlich geben sie in der Regel über viele Jahre lang mehr Unterstützung, als sie Unterstützung empfangen. Teils durch finanzielle, teils durch praktische Hilfe im Haushalt oder bei Betreuung von Kindern, tragen sie maßgeblich dazu bei, den jungen Erwachsenen die Schwierigkeiten beim Eintritt in das Berufsleben und bei der Familiengründung zu erleichtern. Hinzu kommt, dass sich die Älteren in beträchtlichem Maße ehrenamtlich engagieren. Auch wenn das nicht der entscheidende Gesichtspunkt ist, die Älteren sind für die Gesellschaft ein Gewinn. Um diesen Gewinn zu realisieren, sind aber vor allem drei Lebensbereiche umzugestalten: die Welt des Berufes und der Arbeit, die Welt der Bildung und die der Lebensräume. Der erste Lebensbereich, die Arbeit, ist in ihren zahlreichen Formen gemeint, also von der Erwerbsarbeit über die Familienarbeit und zur Freiwilligenarbeit in der Zivil- bzw. Bürgergesellschaft. Arbeit ist heute das vermutlich wichtigste Medium, in dem Menschen kontinuierlich und über die Familie hinaus miteinander in Beziehung treten, nämlich über Arbeitsteilung, über Abhängigkeiten, aber auch mit der Arbeit verbundenen Geselligkeit. Die Rechte und Pflichten, die die Einzelnen im Gemeinwesen verbinden, sind in der modernen Berufs- und Arbeitsgesellschaft in hohem Maß durch Arbeit und Arbeitsverträge bestimmt. Nicht zuletzt bietet die Berufs- und Arbeitswelt bedeutende Chancen für die Selbstentfaltung, für die Anerkennung und für die Selbstachtung. Ohne Bildung, also unseren zweiten Lebensbereich, sind der Produktivität von Arbeit enge Grenzen gesetzt. Als allgemeine Bildung, als spezialisierte Ausbildung und Weiterbildung entscheidet sie darüber mit, welche ihrer vielfältigen Möglichkeiten die Menschen verwirklichen. Bildung bezieht ein und grenzt aus. Sowohl für die Individuen als auch für die Gesellschaft sind Bildung, Ausbildung und Weiterbildung wichtige Investitionen in die Zukunft. Freilich ist unübersehbar, dass die vielfältige Wirklichkeit von Arbeit und Bildung angesichts längerer Lebensarbeitszeit und einer veränderten Demografie gründlicher Umgestaltung bedarf, um dann die Lebensqualität der Einzelnen zu verbessern, die Trennung von Generationen entgegenzuwirken und die Produktivität, um mit ihr die Wohlfahrt der Gesellschaft nachhaltig zu erhalten. Als drittes darf man die Älteren weder intellektuell noch sozial oder emotional unterfordern, noch darf man sie zu rasch in eigene Lebensräume abschieben, in Reservate für Stadtindianer vom Stamm der Senioren. In sozialer Hinsicht sind es nämlich bloße Abstellkammern, auch wenn sie in wohlhabenden Gesellschaften geräumig und gut möbliert ausfallen. Selbst wenn Seniorenheime besser entworfen und besser als vielerorts geführt werden, können sie den facettenreichen Spielraum der vorherigen Lebensräume schwerlich erreichen. Entsprechend gilt für andere Personenkreise, die sich in der letzten Lebensphase befinden. Weil auch gute Heime erst in einer späten Phase der Biografie den altersgerechten Lebensraum bilden, mache man möglichst viel an Aktivität, an Kreativität und an Sozialkontakten möglich. Dass die allerletzte Lebensphase die Entscheidungsaufgaben und Wahlmöglichkeiten einschränkt, versteht sich von selbst. Die Einschränkungen müssen aber nicht annähernd so eng gezogen werden, wie es in der Regel geschieht. Ferner sollen Betreuer lernen, älteren Menschen nicht unnötig wie Kinder zu behandeln. Diese Aufgaben bilden nun den Übergang zu meinem zweiten Teil. Schon weil die Älteren für die Gesellschaft ein Gewinn sind, vor allem aber wegen des Eigenwertes der Menschen, auch der Älteren, komme ich jetzt also zur Würde des Alters und Alterns. Ob Individuum oder Gesellschaft, wer sich Gedanken über die wachsende Bedeutung des Alters macht, wirft
klugerweise einen Blick in die Geschichte. Dieser Blick gibt der Gegenwart ein schärferes Profil. Zugleich bewahrt sie vor einer Selbstüberschätzung. Weder ist das Altern, noch sind dessen Herausforderungen neu. Selbst von den Strategien, mit denen man sich früher den Herausforderungen gestellt hat, kann man heute noch lernen, weshalb man im Vorübergehen drei weitere Dinge erfährt. Lange vor der heutigen Altersforschung gibt es, sage ich provokativ, eine vorakademische, zu einem erheblichen Teil philosophische Altersforschung. Sie hat den Menschen im Blick, die, zweite Provokation, lange vor der Medizin ein erstaunlich hohes Alter erreichen. Der Athener Tragiker Sophokles wird 90 Jahre alt, ebenso wie der Athener Gesetzgeber Solon und der Skeptiker Pyrrhon. Pythagoras wird vermutlich noch älter. Der Sophist Gorgias stirbt im Alter von 109 Jahren. Platon erreicht immerhin das Alter von 80 Jahren. Cato, der Cicero zu einer der bedeutendsten Altersstudien der Weltgeschichte inspiriert, das von 85 und der Stoiker Epiktet von 88 Jahren. Die trotzdem häufigen Klagen über das Alter haben eine handfeste Grundlage. Da es keine staatliche Altersfürsorge gibt, muss man selber Vorsorge treffen und sich entweder rechtzeitig einen hinreichenden Besitz erwerben oder auf jenen Unterhalt durch die Kinder hoffen, die allerdings nicht nur bei einem frühen Tod der Kinder ausbleiben kann. Ein drittes kann man von der vorakademischen Altersforschung lernen und es ist erneut provokativ. Fraglos denken die Menschen, je älter sie werden, desto intensiver über das Altern und das Alter nach. Gegen die Verkürzung des Themas auf bloß funktionale Fragen ist aber, zeigt die vorakademische Altersforschung, und hier eben das dritte Provokationselement, zeigt die vorakademische Altersforschung den Gewinn einer nicht mehr lediglich funktionalen Betrachtung. Für unsere Titelfrage nach der Würde finden wir einen Gutteil der Antworten aus der eigenen Lebenserfahrung, etwa aus dem Blick auf Eltern und Großeltern, bei mir inzwischen auf Kinder und Enkelkinder. Um den Erfahrungshorizont zu erweitern, kann man in die Altersforschung blicken, etwa in die der Sozialhistoriker. Deren führende Figuren breiten eine wirklich stupende Gelehrsamkeit aus. So viel an Material und Aspekte, dass der Philosoph dem systemtheoretischen Rat folgen sollte und die Komplexität reduzieren. Manchmal sind Philosophen aber seltsam eigensinnig. So schlage ich die Gegenstrategie vor und bringe mit einem kursorischen Blick in die Philosophie und in die Geistesgeschichte das weiteres Material und teils auf dasselbe Material weitere Aspekte ein. Dafür wähle ich drei Beispiele, bewusst aus verschiedenen Epochen. Das erste Beispiel aus der römischen Antike, das zweite aus der fortgeschrittenen Neuzeit und das dritte aus der fast Gegenwart. Zuvor werfe ich einen Blick auf die Wortgeschichte, da sie eine kondensierte Sachgeschichte enthält. Vor zwei oder drei Generationen, vielleicht inzwischen vor vier Generationen, durfte man noch ungeniert von einem Greis sprechen. Heute klingt es diskriminierend, obwohl es zumindest für Männer zutrifft. Wie in der Zoologie der Grizzly Bear den Graubären meint, so ist Greis, wer im Alter unvermeidlich, da er nicht ehrenrührig grau wird. Heute spricht man lieber von Senioren oder von Betagten, bei den noch Älteren von Hochbetagten. In den romanischen Anredeformen, also Seigneur im Französischen, im Italienischen Signore, im Spanischen Senior, auch dem Französischen Sire und dem Englischen Sir, klingt es noch an. Der Ältere ist derjenige, der in Ehren ergraut ist, der Ehrwürdige und der daher seitens der Jüngeren Achtung verdient. Nun meine erste Altersstudie vor akademischer Acht. Einer der für unser Thema überhaupt wichtigsten Texte, wegen der Breite und Gründlichkeit der Überlegungen, eine veritable Altersstudie, stammt aus der römischen Antike. Der Text hat freilich
wie fast alles aus Rom, bis auf die Jurisprudenz, griechische Vorbilder. Zu ihren gehören zum einen die verlorene Schrift Perigeros über das Alter vom Philosophen Ariston von Chios, 3. Jahrhundert vor Christus, und das Gespräch über das Alter, das in Platons Politeia der rechtschaffene, betagte Kephalos mit Sokrates führt. Nun der römische Text selber. Nach der Schrift eines römischen Staatsmannes, Philosophen und Redners, nach Ciceros, Cato Major de Senectute, Cato der Ältere über das Alter, vor einer Generation noch als Cato der Ältere über das Greisenalter verdeutscht, nach diesem Text eines 62-Jährigen über einen Staatsmann, der wie gesagt 85 Jahre alt wurde, kann sich der ältere Mensch noch durch alle drei Vorzüge eines reifen Mannes auszeichnen, also durch Dignitas, durch Gravitas und Auctoritas, durch Würde, gewichtigen Ernst und respekteinflößendes Ansehen. Die als Senilität bezeichnende Eigenschaften sind dagegen auf Disziplinlosigkeit zurückzuführen, gelten also insofern als altersindifferent. Trotz dieser zweifellos idealisierenden Einschätzung denkt Cicero über die mit dem Altern stattfindenden Veränderungen nach und stellt zu den wesentlichen Herausforderungen des Alters psychologische und sozialpsychologische Erwägungen an. Sie erfüllen beide hier einschlägige Aufgaben. Cicero beginnt mit einer Diagnose der Herausforderungen und schließt Empfehlungen, ihnen zu begegnen, also Präventionsvorschläge an. Auf diese Weise vertritt schon er den Leitgedanken der neuen Altersforschung, ich nannte ihn schon gewonnene Jahre. Cicero nennt in seiner Diagnose vier Vorwürfe, die man an das Alter zu erheben pflegt, also vier Anklagepunkte gegen das Alter. Und allesamt werden von ihm entweder entkräftet oder in Herausforderungen umgemünzt. Erstens, dass man aus den bisherigen Ämtern verdrängt, zur Untätigkeit gezwungen werde. Zweitens, dass die körperlichen Kräfte nachließen. Drittens, dass manche Freuden verloren gingen und schließlich, was Frau Gehring vermisst hat, der Tod, dass dieser Tod nahe. Cicero selber wird ein Jahr nach Veröffentlichung seiner Schrift ermordet. Die erste Anklage, der Zwang zur Untätigkeit, entkräftet Cicero mit der Empfehlung, sich für das Bonum Commune, für das Gemeinwohl zu engagieren. Nach heutigen Begriffen also für Ehrenamt und Bürgergesellschaft. Denn nicht durch körperliche Kraft vollbringe man große Dinge, sondern dank Fähigkeiten, die im Alter nicht abnehmen müssen, nämlich dank Erfahrung, verbunden mit Überlegung und Entscheidungskompetenz. Unser Autor räumt ein, dass manche über Nachlassen des Gedächtnisses klagen. Dem könne man aber durch Übung entgegentreten. Durch stetes Lernen ließen sich die Kräfte bewahren, womit die Minderung der körperlichen Kraft mehr als kompensiert werde. Cicero erkennt durchaus an, dass die geistigen Kräfte nicht so frisch bleiben. Dagegen empfiehlt er zweierlei, womit er sich für ein lebenslanges Lernen einsetzt, aber nicht pauschal und undifferenziert optimistisch, sondern lebensaltersspezifisch. In der Jugend erwerbe man möglichst viel an geistiger Kraft und im Alter gehe man mit diesem geistigen Kapital ökonomisch um. Man lege nämlich das Unwichtige beiseite und behalte Wichtiges, Bedeutsames im Gedächtnis. Zur geistigen Ökonomie der Älteren gehört auch, dass sie mit einer größeren Zukunftsperspektive planen und ihre Erfahrung an die Nachkommen weitergeben. Die heutige Hirnforschung liebt es, von revolutionären neuen Erkenntnissen zu sprechen. Hier darf sie einmal Bescheidenheit lernen, spätestens hier. Denn schon vor mehr als 2000 Jahren betont ein Denker, was die Hirnforschung nur bekräftigt und für manch andere Bereiche der heute hochrenommierten Bio- oder Lebenswissenschaften ähnlich aussehen dürfte. In vielen Fällen entdecken sie nicht grundstürzend neue Sachen, sondern bestätigen etwas, das schon die Lebenserfahrung mit Lebensklugheit lehrt.
Allerdings, klagt Cicero, neigen Ältere zur Geschwätzigkeit. Dagegen drängen sich zwei Entschließungen für mein Alter des irischen Schriftstellers Jonathan Swift auf. Ich zitiere: einerseits nicht immer die gleiche Geschichte den gleichen Leuten erzählen und zum anderen nicht freigebig mit gutem Rat sein, es sei denn, er sei erwünscht. Im Abschnitt über das Nachlassen der körperlichen Kräfte empfiehlt unser Römer, gesundheitliche Rücksichten zu nehmen und Körper und Geist regelmäßig zu nutzen. Im Übrigen relativiere sich das Schwinden der Körperkraft wegen des Vorranges der Geistigen vor den körperlichen Kräften. Heute fasst man die Hauptaufgaben des Älteren in ein dreifaches L zusammen: Laufen, Lernen und Lieben. Gemeint sind also körperliche Bewegung, geistige Tätigkeit und Sozialkontakte. Cicero spricht von körperlichen und geistigem Training, womit er die beiden ersten Ls hervorhebt. Weiterhin betont er den Wunsch der Älteren nach einem selbstbestimmten Leben, also nach Autonomie. Und solange man interessanten Beschäftigungen nachgehe, spüre man sein Älterwerden nicht. Im nächsten Abschnitt erfolgt auch bei Cicero das dritte L. In Überlegungen zum Abnehmen sinnlicher Freuden erklärt Cicero erneut im Vorgriff auf die heutige Forschung, diese Abnahme werden von den meisten, wenn auch nicht von allen Menschen, als eine Befreiung von unnötigen oder sogar unerlaubten Begierden angesehen. Denn sie eröffne größere Räume für Geselligkeit, einschließlich dem unbelasteten Gespräch zwischen den Generationen, während das Verlangen nach Trank und Speise nachlasse. Wegen der Trockenheit brauche ich trotzdem Wasser. Hier spricht er das dritte L an, dass man sich nämlich um der gewonnenen Jahre willen in ein soziales Netz einzubetten und seine sozialen Fähigkeiten samt Zugehörigkeit und Gebrauch gefragt werden, dass man das zu pflegen hat. Die Krönung des Alters sieht Cicero in jener Auctoritas, dem respekteinflößenden Ansehen, dass man, ich zitiere, sich nicht plötzlich durch graue Haare und durch Runzeln verschafft. Vielmehr erntet ein schon früher in Ehren geführtes Leben am Ende die Früchte des Ansehens. Der letzte Abschnitt der Altersanalyse wendet sich dem vierten und beunruhigendsten Anklagepunkt zu, der Nähe des Todes. Er lässt sich auf die beiden damals dominanten Vorstellungen ein, einerseits, dass der Geist ausgelöscht werde und andererseits, dass man eventuell an einem anderen Ort ewig weiterlebe. Unter beiden Annahmen, sagt Cicero, sei der Tod nicht zu fürchten, denn entweder sei man nach dem Tode nicht unglücklich oder man lebe sogar glückselig. Im Übrigen empfiehlt Cicero, etwas Bleibendes zu schaffen, womit man über seine eigene Lebenszeit hinaus weiterlebe. Wir überspringen die Spätantike und das christliche Mittelalter, auch die Zeitenwende um 1500, weiterhin die frühe und die klassische Neuzeit. Wir übergehen also fast zwei Jahrtausende mit ihren reichen Literatur zu unserem Thema. Nur eine berühmte Passage sei erwähnt aus Shakespeares Komödie As You Like It, wie es euch gefällt. Ein kurzes Stück aus der siebten Szene des zweiten Aktes. Dort erklärt Jacques zunächst, die ganze Welt ist eine Bühne und alle Männer und Frauen sind nur Spieler. Die haben ihren Abgang, ihren Auftritt und mit der Zeit spielt man viele Rollen. Mit dem Argument, denn seine Akte sind die sieben Alter, führt Shakespeare sodann diese Altersstufen aus, von denen ich einige aber hier überspringe. Ich zitiere: erst Kind, das weint und spuckt im Arm der Pflegerin, dann Schuljunge, noch weinerlich, mit seinem Ranzen und glatten Morgenwangen, kriechend wie eine Schnecke, unwillig zur Schule. Jetzt überspringe ich. Sechstes Alter, der Pantalon, hager, in Schlappen, auf der Nase die Brille, Beutel ihm zur Seite. Die Hose ist noch gut, doch viel zu weit für die verschrumpften Lenden. Und die Stimme, die tief und männlich war,
wendet sich wieder zum kindischen Diskant und pfeift und quiekt bei jedem Wort. Die letzte Szene endlich, die diese seltsame Geschichte abschließt, ist zweite Kindheit und dann nur vergessen, ohne Augen, Zähne, Zunge, ohne alles. Bei dem Auto, bei dem wir länger Halt machen, bei einem Auto aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, beim Juristen, Politiker und Schöpfer der germanischen Sprachwissenschaft, also bei Jakob Grimm, klingt es weniger spöttisch und weniger resignativ. Seine Rede über das Alter, gehalten im 75. Lebensjahr, 3 Jahre vor seinem Tod, führt uns zunächst ohne jede Aufdringlichkeit die hohe Gelehrsamkeit des Autors vor Augen. Natürlich kennt Grimm Ciceros Text und weiß um dessen griechische Vorlagen. Er führt uns eine Fülle von Gliederungen des Menschenlebens bei verschiedenen Völkern vor, sowohl Zweier als auch Dreier, Vierer, Siebener und Zehner Gliederungen. Er zitiert Berechnungen des Menschenalters, zum Beispiel die folgende: Ein Zaun währt 3 Jahre, ein Hund erreicht 3 Zaunesalter, ein Ross 3 Hundesalter, ein Mann 3 Rossesalter. Zählen Sie schnell mit, also 81 Jahre. Grimm zitiert Dichter und Philosophen, führt durchaus die vielen negativen Eigenschaften, die dem Alter zugeschrieben werden, an, nimmt dann aber die Tugenden und Vorzüge in den Blick. Im Märchen Die Lebenszeit, das er mit seinem Bruder Wilhelm in die Sammlung der Kinder- und Hausmärchen aufnimmt, werden dem Menschen als Lebenszeit von Gott 70 Jahre bestimmt. Und diese 70 Jahre werden in 4 Unterabschnitte gegliedert. Ich zitiere wieder: Die ersten 30 sind seine menschlichen Jahre, die gehen schnell dahin. Da ist er gesund, heiter, arbeitet mit Lust und freut sich seines Lebens. Hierauf folgen die 18 Jahre des Esels. Da wird ihm eine Last nach der anderen auferlegt. Er muss das Korn tragen, das andere nährt, und Schläge und Tritte sind Lohn seiner treuen Dienste. Dann kommen die 12 Jahre des Hundes. Da liegt er in den Ecken, knurrt und hat keine Zähne mehr zum Beißen. Und wenn diese Zeit vorüber ist, so machen die 10 Jahre des Affen den Beschluss. In den Jahren 60 bis 70 schließt das Märchen: Da ist der Mensch schwachsinnig und närrisch, treibt alberne Dinge und wird ein Spott der Kinder. Diesem bemitleidenswerten Lebensende tritt Grimm nun in der Rede über das Alter lebenserfahren und wortgewandt entgegen. Der Autor leugnet nicht körperliche Behinderung im Alter, wie die Taubheit und das nachlassende Augenlicht. Statt darüber zu klagen, hebt er aber die positiven Seiten hervor, etwa, dass ich bei Blinden das Gefühl nicht selten bis auf den Grat verfeinere, also Fingerspitzengefühl, dass er mit allen Fingerspitzen gleichsam sehe. Und bei tauben Leuten soll sich der Geschmack und Geruch höher als sonst ausbilden. Als Vorzüge nennt er Linde, Milde, Behagen, Mut und Arbeitslust. Hinzu kommt eine gewachsene und gefestigte freie Gesinnung und eine im vorausgegangenen Leben noch nicht so dagewesene Ruhe und Befriedigung. Wem es vergönnt, ein hohes Alter zu erreichen, hat nicht nötig zu jammern, wenn seine letzte Lebensstufe herannaht. Vielmehr ist ihm gestattet, mit stiller Wehmut hinter sich zu blicken und gleichsam auf der Bank vor seiner Haustür sitzend sein verbrachtes Leben zu überschlagen. Für unser drittes Beispiel überspringen wir noch einmal eine große Zeit, jetzt aber nur 3 oder 4 Generationen und kommen fast in der Gegenwart an. Das Beispiel bringt eine neue Perspektive ein. Gemäß dem Titel des einschlägigen Werkes, Das Prinzip Hoffnung, spricht der Philosoph Ernst Bloch nicht so sehr über das, was Ältere im Positiven oder im Negativen auszeichnet, auch nicht, wie sie selber leben oder wie sie von anderen behandelt werden sollen. Sein Altersdiskurs ist erneut erfahrungsgesättigt und doch weder empirisch noch normativ. Er bringt die dritte Modalität des Praktischen zur Sprache, nach dem Sein und dem Sollen das Können, den Optativ.
Bloch geht es nicht um Altersrollen, weder um tatsächlich gegebene noch um moralisch gesollte Rollen. Der Obertitel des zuständigen Teiles heißt »Kleine Tagträume«. Und der Titel des einschlägigen Abschnittes präzisiert, was im Alter zu wünschen übrig bleibt. Bloch legt sich die Frage vor, wie sich der ältere Mensch selber etwas Gutes antun kann. Der Autor ist erneut nicht so lebensfremd, dass er nur das Positive sieht und verständige Ängste, die sich mehren, naiv beiseite schiebt. Der Leib, sagt er, erholt sich nicht mehr so rasch wie früher. Jede Mühe verdoppelt sich. Die Arbeit geht nicht mehr so flink von der Hand. Wirtschaftliche Ungewissheit drückt schwerer als vorher. Als Antwort oder Ausweg plädiert er aber nicht für Askese, spricht vielmehr sich für ein epikureisch behagliches Leben aus, für, wie er sagt, Wein und Beutel, also für Lebensgenuss und für Geld. Zunächst räumt er ein, dass der Einschnitt des Alters deutlicher als jeder frühere Lebensabschnitt brutaler negativ sei. Der Jüngling ist mit der üblichen Umwelt zerfallen und bekriegt sie. Aber der Ältere, der Greis, wenn er sich an der Welt ärgert, kämpft nicht wie der Jüngling gegen sie an, sondern steht in Gefahr, verdrießlich gegen sie zu werden, maulend streiten. Deshalb herrsche im Alter die Resignation, kein bloßer Abschied von einem Lebensabschnitt vor, sondern der Abschied vom langen Leben selber. Danach aber folgt die Peripetie. Der Text wechselt vom Bedrückenden zur Chance. Das Alter als ein Wunschbild, gegebenenfalls als Ernte. Bloch kennt Grimms Rede über das Alter. Er zitiert den vielgelesenen Voltaire und er bestätigt, dass sein eigener Blick aufs Alter schon früheren Epochen der Neuzeit und, wie Cicero gezeigt hat, selbst der Antike vertraut ist. Zugleich relativiert Bloch die in unserer Sozialpolitik beherrschende Unterscheidung von Arm und Reich zugunsten von gebildet und ungebildet. Ich zitiere, für Unwissende, sagt Voltaire, sei das Alter wie der Winter, für die Gelehrte sei es Weinlese und kälter. Bloch schickt den Hinweis voraus, das Alter zeige wie jede frühere Lebensstufe durchaus möglichen spezifischen Gewinn, einen, der den Abschied von der vorhergehenden Lebensstufe gleichsam kompensiert. Und an das eben genannte Voltaire-Zitat schließt er die Worte an, das gesunde Wunschbild des Alters ist das der durchgeformten Reife. Das Geben ist bequemer als das Nehmen. Dazu gehöre, was sich bei Simone de Beauvoir wiederfinden wird, die Erlaubnis vom Leben erschöpft zu sein. Also der Wunsch nach Beschaulichkeit und Muße, die Liebe zur Stille, nicht zuletzt eine Weisheit, die Ciceros ökonomischen Umgang mit einem schwindenden Gedächtnis stützt, nämlich die Fähigkeit, das Wichtige zu sehen und das Unwichtige zu vergessen. Zwei Defizite fallen auf. Das Verhältnis zu den Mitmenschen, etwa zur Familie oder zu den Freunden, fehlt. Ebenso die Frage, wie man denn diese skizzierte Einstellung lerne. Denn die weise, stoische Gelassenheit, die sich bei Voltaire, Jakob Grimm und Ernst Bloch abzeichnet, fällt dem Menschen nicht von alleine zu. Er muss sie lernen, was jenes Bild des Alters bekräftigt, das wir nicht erst seit der neueren Altersforschung, sondern seit Cicero kennen, dass man altern lernen kann, freilich auch lernen muss. Mit dem weltweit meistgelesenen deutschen Schriftsteller, also nicht mit Goethe, sondern mit Hermann Hesse, einem weiteren nicht-akademischen Altersforscher gesprochen, Altsein ist eine ebenso schöne und heilige Aufgabe wie Jungsein. Und auf eine menschenwürdige Weise alt zu werden und jeweils die unserem Alter zukommende Haltung oder Weisheit zu haben, ist eine schwere Kunst. Andernorts habe ich einmal für einen Teil der noch fehlenden Disziplin für eine gerontologische Ethik 12 Bausteine zusammengestellt.
nach dem zitierten Altersvorsatz von Jonathan Swift, also nicht immer das Gleiche, die gleiche Geschichte erzählen, will ich diese Bausteine nicht wiederholen. Stattdessen mache ich für den Ablauf des Lernprozesses, auf eine menschenwürdige Weise zu altern, einen Vorschlag. Ich stelle mir 3 Phasen vor, die aber nicht brav aufeinander folgen müssen. Und um der Fülle der unterschiedlichen Temperamente, Charaktere und Lebensvorstellungen Raum und Recht zu lassen, skizziere ich die Phasen ausdrücklich und nachdrücklich sehr formal. Zuvor noch ein anderer Gedanke. Vorausgesetzt, dass man die Älteren am Lebensende nicht eilfertig in soziale Abstellkammern, in Reservate für Senioren abschiebt, können wir ihnen ein Recht lassen, das sie anscheinend über Jahrtausende hatten, nämlich das Recht, etwas zu vererben. Dabei denke ich einmal nicht an materielle Güter, sondern an Lebenserfahrung, auch an Lebenseinstellung und Lebensweisheit, sagen wir, Humanvermögen vererben. Wir sollten also für das Hilfs- und Erfahrungspotenzial der Älteren, vielleicht sogar mit Frau Wiegand für ihre Weisheit, wieder sensibel werden. Dabei müssen wir die Fähigkeit zurückgewinnen, das Potenzial auszuschöpfen, ohne die Älteren auszunutzen. Sie sollten sich vielmehr als gefragt und als anerkannt erfahren. Obwohl Kinder auf eine vielfache Hilfe angewiesen sind, tritt man ihnen trotzdem so weit wie möglich partnerschaftlich entgegen. Das Stichwort heißt autoritätsarm und dasselbe gelte für die Beziehung zu den Älteren. Mit dem Recht der Überpointierung kann man analog zur antiautoritären Pädagogik eine generell antiautoritäre gerontologische Ethik einfordern. Die Legitimationsgrundlage dieser antiautoritären gerontologischen Ethik bildet ein interkulturell anerkanntes sozialethisches Gebot, die goldene Regel. Sie lautet hier: Was du als Kind nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keiner anderen Altersgruppe zu. So wie man als Kind möglichst früh und möglichst ausgedehnt seine Rechte wahrnehmen will, so wie man darauf Wert legt, gefragt zu werden und selber fragen zu dürfen, so sollte man in jeder Lebensphase, folglich auch am Lebensende, möglichst lang und möglichst ausgedehnt seine Rechte behalten und gefragt werden. Und wie es bei Kindern mindestens als Postulat selbstverständlich ist, Schulen, Spielplätze und Sportanlagen zu bauen, in denen man sich kindgerecht bewegen kann, und so wie dies nicht nur in reichen Gemeinden stattfinden soll, überdies, wie gesagt, nicht in Ghettos für Kinder und Jugendliche, ebenso sind auch für die Menschen am Lebensende Räumlichkeiten zu schaffen, die in die Städte und Gemeinde integriert sind und in denen man sich altersgerecht bewegen und betätigen kann. Es braucht also nur wenige Beispiele, Nachbarschaftsheime, Selbsthilfetreffs und vieles andere, bis hin zu den sogenannten Seniorenuniversitäten. Dort aber, wo spezielle Heime erforderlich sind, sollten sie nicht als Kindergärten für alte Menschen eingerichtet werden. Über ihrem Eingang dürfte nicht jenes Begrüßungswort stehen, das trotz seiner Harmlosigkeit den Anfang der Entmündigung markiert, die zur Stereotype erstarrte Frage: Na, wie geht's uns denn heute, Oma? Nun zu den 3 Phasen. In der ersten Phase, wie man das Altern lernen könnte, in der ersten Phase, dem resignativen Alter, nimmt man vor allem Verluste wahr. Man hält es mit einer Figur aus Christos Tsiolkas Roman nur eine Ohrfeige. Ich zitiere: Das Leben vergeht zu schnell und der verdammte Tod dauert zu lange. In der ersten Phase empfindet man sich mit dem Schwinden seiner bisherigen körperlichen, oft auch geistigen Kräfte und sozialen Beziehungen als eine traurige Wirklichkeit nur widerwillig ab. In der zweiten Phase wendet man sich altersgerechten Interessen und Beziehungen zu. Diese dürfen freilich nicht von irgendjemandem
autoritativ und verbindlich vorgegeben werden, schon gar nicht von außen, sondern müssen den eigenen Wünschen und Möglichkeiten entsprechen. Die zweite Phase besteht in einem abwägend integrativen Altern. Es verbindet sich mit Blochs Wunschbild, Überblick, gegebenenfalls Ernte. Dabei schließt es nicht andere Lebensentwürfe aus, bis hin zu jenem radikal anderen Entwurf, bis hin zur Rebellion, die Martin Walser in seinem Roman Angstblüte vorstellt. Allerdings für einen rüstigen 60- bis 70-Jährigen, denn seine nicht nur geistigen, sondern auch körperlichen Frische gar nicht alt genannt werden möchte. Eine gewisse Vollendung schließlich ist in der dritten Phase erreicht, in jenem, ich nenne es mal, kreativen Altern, das der neuen Lebensphase, und sie ist eine primär weder von einem kalendarischen Alter noch durch Beschäftigungs- und Rentenregeln definierten Lebensphase bestimmt, dass man in dieser neuen Lebensphase die Eigenart und zugleich einen gewissen Gewinn einsieht. Noch einmal Tsiolkas: Im Alter kann man einen gewissen Frieden finden, weil im Alter alle Menschen gleich waren. Nicht bei der Arbeit, nicht im Glauben, nicht in der Politik. Nur im Alter kann man in einer Welt verweilen, die nicht von Hierarchie, Snobismus und Rachsucht bestimmt war. In der Tat, den Zwängen von Konkurrenz und Karriere enthoben, wird man gegen die Frage nach mehr oder weniger Erfolg gleichgültig. Stattdessen treten in den Vordergrund Unbestechlichkeit, Selbstachtung, Güte und Humor. Wie weit das gelingt, ist eine andere Frage. Sie beantworte ich mit einem Blick in Silvio Blatters Roman 12 Sekunden Stille. Dort sagt der 82-jährige Seniorverleger einer Zeitung zum Kulturchef, der in wenigen Jahren zum 58. Geburtstag sein Amt aufzugeben hat. Er sagt also: Ich kenne diese Angst vor dem Älterwerden. Als ich auf die 60 zusteuerte, tyrannisierte sie auch mich. Jetzt pfeife ich darauf. Jetzt weiß ich, dass ich ein alter Mann bin. Aber, fährt Blatter fort, er sonnte sich in der Widerrede. Ich schließe mit einem Wort des weltberühmten spanischen Cellisten Pablo Casals, der 96 Jahre alt wurde. Alter ist überhaupt etwas Relatives. Wenn man weiterarbeitet und empfänglich bleibt für die Schönheit der Welt, die uns umgibt, dann entdeckt man, dass Alter nicht notwendigerweise Altern bedeutet. Vielen Dank.